The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen. Montagabend, eine Stunde lang Soccer-Themen pur. Grüße miteinander, willkommen zur 75. Ausgabe von der Soccer Lounge, von der Winterpause endlich vorbei ist. Eine Winterpause, die aus Sicht der Fans eigentlich gar nicht würde brauchen. Höchste Zeit, dass wir wieder darüber reden, über die Raiffeisen Super League. Heute machen wir es mit folgenden Studien. Vom BSC IB der verletzte Gregory Wüttrich. Dann haben wir den Georges Bregui, der bei uns ist, und den Sportchef von der Basel Zeitung, von der BATZ, der Marcel Rohr. Regelmässig die beiden Experten, die Einsätze nehmen bei uns in der Runde. Ich habe gesehen, gerade Winterpause, das sollte man abschaffen. Für uns Fans ist das einfach nur doof. Willkommen, Gianluca Pizzofrato. Bist du dieser Meinung? Stefan, ja. Vor allem sollte man die Winterpause für Soccer Lounge abschaffen. Sicher, sicher sehr depressive Phase für all unsere Fans. Wir sind so postdepressiv unterwegs. Aber Montagabend macht endlich wieder Sinn. Wir sind zurück. Gute Weihnachten, Stefan. Die letzte Sendung ist wahnsinnig lang her. Ich weiss nicht von dieser Sendung. Ich weiss, es war eine Glühweinrunde. Der Rest... Richtig, ich habe mich auch nicht im Grossen erinnern. Der Rest hat sich aufgelöst. Nur noch Glühwein. Zu verschenken haben wir, glaube ich, nicht mehr, wir sind nicht mehr schuldig in Sachen Gewinnerinnen und Gewinner. Wir sind ein Trikot schuldig. Etwas Neues, ja. Ich zeige es für dich. Und zwar, fantastisch. Und zwar ist auch der Gregory Wüttrich natürlich nicht mit leeren Hängen zu uns gekommen. Obwohl Weihnachten schon lange vorbei ist, ist das natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk, das er uns da macht. Er wird auch noch unterschrieben. Wenn ihr das Liebling vom Wüttrich, das IB-Liebling, holen wollt, wie immer, den Soccer Lounge auf Facebook, unsere Seite liken, dazu den Beitrag kommentieren, den wir online stellen werden. Und ihr seid automatisch für Verlosung dabei. Das ist eine rechte Maschine, wenn man so sieht. Was glaubst du, was hat er für eine Größe? L. XL, L oder M oder S? L. Ja, L. Stimmt. Oh. Ist es Europa League Trikot übrigens? Da sieht man noch den Badge. Oh, fantastisch. Oh, sehr. Also unbedingt mitmachen, sonst nehme ich es selber. Sehr etwas, was begehrt dürfte sein, das IB-Liebli. So, begehrenswert sind natürlich auch Titel. Meistertitel, Grand Slam-Titel, whatever. Du hast einen Tweet gefunden vom Mike Sanz, glaube ich. Von einem Mike. Ich bedanke mich beim Mike, dass wir uns bei diesem Tweet dürfen bedienen einfach so. Das ist doch schön an den sozialen Medien. Und zwar, ja, alle Liverpool-Fans, es tut mir schon jetzt leid. Vielleicht auch IB-Fans, vielleicht fällt da schon etwas anfangen. Jedenfalls, da sieht man der Roger Federer, der am Wochenende so ein Turnier gewonnen hat, Melbourne, Grand Slam-Turnier. 18 Titel, Liverpool seither nichts mehr geholt, obi 18, ziemlich hart. Klopp ist im Gegenwind, oder? Beide Cups ausgeschieden? Genau, in einer Woche, oder in eineinhalb Wochen, zwei Cups ausgeschieden, wo er Meisterschaft recht hinger jetzt. Also ein Spiel, ein Sekunde im neuen Jahr. Oh, und die spielen eben durch? Die spielen durch, vergessen wir nicht. Richtig. So, einer, der in England eine Pause verordnet bekommt, der teuerste Spieler in Sachen Transfer von allen Zeiten, Paul... Pogba. Pogba, schon wieder richtig. Schon wieder jetzt. In seiner Freizeit läuft er so rum. Also die Stilikone... Wow. Ein Gangster-Style. Huere crazy Style, ja. Ja, wirklich crazy Style. Das ist ein super Street-Style. Was haltest du von ihm? Als Spieler, als Person, als, als Spieler. Wandelnder Kleiderschrank. Als Spieler. Als Spieler. Ja, bei Juve hat er mir nicht so schlecht gefallen, aber er ist hure gehypt worden, weil er halt so jung ist und ein bisschen etwas kann und dann bist du schnell mal 80 Millionen wert und mehr. Bei Juve sieht man gut oder schnell gut aus. So, auf jeden Fall, der Paul Pogba scheint menschlich ein Top-Typ zu sein. Er hat nämlich einen Patrice Evra, unserem gemeinsamen Patrice Freund Evra, Patrice Evra. Patrice Evra hat ihm ein Video geschickt. Heute nicht. Heute leider nicht. Dem wünscht er auf jeden Fall viel Glück. Dumbolo.
So, jetzt ist also bei Olympique Marseille der 100-jährige Patrice Evenepoel, 35, ist die letzte Station der Karriere. Ich glaube es schon. Sehr wahrscheinlich schon. Ein schöner Rentenvertrag bei den neuen Investoren. Im Velodrom noch so ein bisschen. Im neuen Velodrom, der umgebaut wurde. Ja. Ich bin immer noch der beste Fußballstadionname ever. Velodrom, wieso nicht? Ja. Velodrom, kann man mal so machen. So, Pizzo, es ist vorbei mit Lustig. Du bist der Sportchef von Soccerland im Fantasy Superleague.ch Game. Wo wir ein bisschen, wie soll ich sagen, wir waren mal 12, 13, 14 vor einem Jahr. Ja, jetzt sind wir 67. Aber du musst sehen, es sind mehrere Millionen User, die spielen. Also ist Platz 67. Wer hast du verloren Sachen Transfers? Kubo sicher? Bjarnason, Kubo. Haben wir beide im Kader gehabt. Jetzt muss ich mir etwas überlegen. Dir auch, wenn ihr unsere Rückrunde ein bisschen fertig machen wollt. Was ehrlich gesagt nicht so schwierig ist. Fantasy Super League heisst das Ding. Ist eine coole Sache. Stellt euch ein Team zusammen. Mit eurem Budget versuchen uns zu schlagen. Und es gibt immer tolle Rundenpreise. Also ist so kein Problem, erst jetzt einzusteigen. 25 Millionen Startbudget, das ist doch immerhin das Budget vom FC Thun. Ja, ungefähr. Von IBE, denke ich mal. IBE ein bisschen mehr. Also, fantasysuperleague.ch. Jetzt kommen die harten Fakten, wenn wir schon über Transfers und über Gerüchte und über solche Sachen reden. Der Pizzo in 60 Sekunden mit allem Wissenswerten. Die Primera Division ist weiterhin die einzige von den vier grossen Ligen, die noch keine Goal-Line-Technology einsetzt. Nachdem das am Weekend Barca ein klares Goal gekostet hat, wird sie wieder von allen Seiten vehement gefordert. Der Joe Hart, momentan Levis bei Turin in Serie A, könnte schon bald in seine Heimat zurückkehren. Gemäss den britischen Tabloids will West Ham United den englischen Nazi-Goal im Sommer wieder auf die Insel zurücklocken. Ägypten steht nach einem 1-0-Sieg über Marokko im Halbfinale vom Africa Cup of Nations. Der grosse Matchwinner dabei ist das ehemalige Luzern-Talent Mahmoud Karabakh, der Minuten vor Schluss getroffen hat. Der Streit zwischen Dimitri Payet und West Ham ist vorbei. Der 29-jährige Franzose darf endlich in seine Heimat zurückkehren. Der Flügelflitzer wechselt für ungefähr 25 Millionen Pfund zu Olympique Marseille zurück. Die Inter-Erfolgstrainer Roberto Mancini und José Mourinho werden auch keine Freunde mehr. Ich würde die Einladung nie annehmen. Das ist die Antwort vom Italiener per Gazzetta auf die Frage, ob er mit dem Portugies würde essen. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Wir kommen zu unserem heutigen Top-Gast. Das Liebling von ihm könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf unsere Facebook-Seite geht, das liken und kommentieren. Jetzt schauen wir mal, wie er in Action aussieht. Hey, seine Gläser von jungen Fußballern, die mich umhalten, zu seriöser Musik, machen wir so. Willkommen, Gregory Wittrich. Ja. Gregi, schön, bist du da. Die Spielbilder, oder? Es ist einfach zu selten, wo man die sieht spielen. Über das müssen wir noch reden. Man sieht das Tape, das ein bisschen... Du hast kaputte Hose übrigens. Ja, beim Herrenkopf kaputt gegangen. The Weeknd, Starboy, das ist so ein bisschen die junge Generation Fußballer, oder? Die auf diese Art Musik steht, mit diesem Inhalt, dem Bereich. Auf jeden Fall. Bling-Bling-Style. Auf jeden Fall, vor allem für die, die gerne auf Hip-Hop stehen, R&B und The Weeknd. Momentan super Artist. Aber gibt es aber auch eine Serie, die nicht auf Hip-Hop stehen? Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wer ist bei euch in der Mannschaft, die so oldschool, mit so Stromgitarre und so? Ja, der Michi sicher, Michi Frey. Michu Frey. Ich sehe auf Instagram, er heisst nicht mehr Frey Michi. Stimmt, ja. Frei Michu. Das stimmt, ja. Ah, es geht alles Mögliche. In Ausserholungen aufgewachsen. Genau. Für all die, die nicht zu Bern sind, wie der Pizzo und ich, die nicht so Bern kennen. Ausserholungen ist was, ist wo? Ja, das ist 10 Minuten vor der Innenstadt von Bern entfernt, nahe von Bümplitz. Dort bin ich aufgewachsen. Genau. Ist Bümplitz, man sagt immer, das ist ein das Klischee, oder, von der Vergangenheit, Bümplitz ist so ein bisschen das Ghettoide von Bern. Ist das noch so? Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube nicht. Es ist halt Multikulti-Bümplitz. Aber Ghetto würde ich es jetzt sicher nicht nennen. Nein. Wenn man mit anderen Leuten im Fußballbusiness über Gregi Wüthrich redet, dann sagen die, der ist Fußballer durch und durch. Ist Fußball die grosse Liebe in deinem Leben?
Ja, auf jeden Fall. Also im Fußball eigentlich alles in meinem Leben untergeordnet. Seit ich klein bin, seit ich aus der Schule bekomme. Also klein, ja, du bist ja riesig, oder? Ja, klein aufs Alter bezogen und auf Größe, ja. Aber nein, Fußball, das ist das, für das schlägt mein Herz. Und freue mich schon jetzt riesig, wenn ich wieder auf dem Platz stehen kann. Aber optisch, vom Style her, von der Größe her, du könntest locker ein Basketballer sein. Ja, dort wäre ich auch wieder einer von den Kleineren, mit 1,92. Aber ja, klar, wenn ich irgendwo in den Raum komme, die meisten denken, sagen, ja, du bist Basketball. Aber, nee. Aber du sagst, im Fußball alles untergeordnet, hast aber gleich eine KV-Lehre gemacht. Hast du die müssen machen oder hast du die wollen machen? Nein, auf die KV-Lehre bezogen meine ich das. Weil ich habe dort die Sport-KV absolviert. Das geht ein Jahr länger als die normale Lehre. Das habe ich auch gemacht, dass ich regelmäßig das Training besuchen kann. Und ja, dann, im letzten Lehrjahr bin ich dann in die erste Mannschaft gekommen, von IB. Und wenn ich die Sportlehre gemacht hätte, wäre es schwierig gewesen, dass ich immer im Büro anwesend sein und trotzdem gut trainieren konnte. Und gezwungen bin ich nicht gewesen, nein. Also ich wollte einfach für mich persönlich immer ein Diplom haben in Hinterhang. Ich weiß nie, was passiert. Und auch sonst finde ich es richtig, wenn man eine Lehre absolviert. Und natürlich, jetzt mit Verletzungen hast du es im eigenen Leben erlebt, wie schnell es gegangen ist. Super sympathischer Typ, so, oder? Richtig, es gibt ja. Ein Manko. Dass er mal begehrt war, wenn wir mal ausblenden. Oh, ja, das habe ich auch erfahren. Aber er ist Bayern-Sympathisant. Das geht gar nicht. Das ist so. Das ist so. Aber seit ich liebe, aber das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, weil meine Grossmutter, die ist aus Rosenheim, also aus Bayern. Und die hat mir immer, als ich jung war, immer Bayern-München-Liebli mitgebracht, wenn sie von Deutschland ist, zurück in die Schweiz kam. Und so hat das ein bisschen angefangen. Du musst die rausschnurren, du kannst nichts dafür. Hä? Ich kann nichts dafür, nein. Das Grosse ist schon der Mies aber an mir. Bist du so richtig ein Bayern, Mies an mir? Nein, das nicht. Aber einfach, wenn Spiele sind von Bayern, Champions League oder Bundesliga, bin ich halt einfach immer für Bayern. Es ist natürlich faszinierend, was sie in Sachen sportlicher Erfolg, wie sie finanziell Geschäfte, gibt es, glaube ich, keinen Club, Top-Club in Europa oder auf der Welt, der dermassen gesund ansteht, wie Bayern. Das will man anerkennen. So, jetzt haben wir ein bisschen über Gregory Wüthrich geredet, aus unserer Sicht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die Sicht wechseln und hören, was Teamkollegen bei uns sagen. Ciao Gregi, ich hoffe es geht dir gut, ich bin froh, kommst du gleich wieder zurück. Ja, der Gregi ist ein sehr gutherziger Mensch. Vielleicht zum Gregi schnell, in der Kabine ist er immer einer von denen, der noch einen Spruch macht. Und immer einer, der mit dir es lustig haben kann und einen Witz über dich macht oder zwei. Ja, ich muss sagen, mit dir hat man es immer lustig und wir spielen viel Ping-Pong oder Dart. Ja, also der Gregi, wir spielen ab und zu Ping-Pong gegeneinander und dort hat er oben ja ein bisschen Mühe. Er ist sicher ein Spieler mit Potenzial nach oben. Ich habe die Sportreise zusammen mit dem Gregi gemacht und ja, wir sind ab und zu Tennis spielen, aber ich muss sagen, auf dem Fußballplatz hat er eindeutig mehr Talent. Du kannst zwar noch üben, aber du kommst immer wie besser. Und ja, bleib dran und bis gleich. Ja, ciao Gregi, ich hoffe, du bist gut drin mit deiner Reha und dass du so schnell wie möglich zurück auf den Platz kommst. Bis gleich, ciao ciao. Jetzt im Moment ist er nicht da, aber er kommt schon gleich zurück und dann können wir dann weiter üben. Und da freue ich mich sehr drauf. Sally Gregi. Eins, 92, stellen wir die beiden Lulatschen vor. Michi Frey und der Gregi Wüthrich. Hilft 1,92 gegen einen Ping-Pong-Tisch oder ist das hinderlich? Wobei die Reichweite ist gut. Nein, das hilft. Man kann nicht die unmöglichen Bälle noch nehmen. Aber die haben das abgesprochen, glaub, dass sie sagen, ich bin nicht gut. Eigentlich haben sie das Problem gegen mich. Das sagt jeder in den Teammates in Sachen Ping-Pong. Der hier hockey, sind der schlechteste, den sie je gesehen haben. Das gehört sich, glaube ich, so. Reden wir über Karriere. Pizzo vom Gregi Wüthrich. Es gibt einen Spieler, wo du unglaublich viel Platz hast gebraucht auf Grafiken. Ja, das ist unser klassisches Element in Karrieregrafik. Und manchmal habe ich etwas länger für so eine, manchmal etwas weniger lang. Beim Gregory habe ich jetzt 5-6 Stunden damit verbracht. Doch, schauen wir mal rein, hoffe, ist alles drauf. Er hat angefangen zu shooten bei Holligen und Bümplitz. Dann mit 12 ungefähr in die Jugendabteilung von IB, dort alles durchgemacht. Debüt war, glaube ich, Berner Derby in der Super League. Unter Uli Forte. Dann noch kurz die Rückrunde 14-15 war er bei GC, dort wirklich sehr gute Leistungen gezeigt. Zurückgekommen und dann ein paar Spiele gemacht, aber immer Pech eben mit den Verletzungen. Und jetzt hoffen wir, dass er doch bald wieder auf den Platz kommt. Und er ist ja noch sehr jung und hat noch sehr viel Fußball vor sich. Also, es geht Holger Bümblitz, Messi Pizzo. Wo man 12 zu Eibe bist, wie hat sich das Ganze, machst du dich noch erinnern, wie ist das entstanden dort? Ja, man konnte sich mal für ein Probetraining melden, wo ich eigentlich
nur mit mir gegangen, weil ein Kollege unbedingt dort hergehen. Mehr zum Spass. Da hat man dann, nach dem Probetraining ist man aufgeboten worden für ein Selection Team. Das ist mir über ein Jahr lang, also eine Saison trainieren, eine schon zweimal in der Woche. Bin ich dann in die U12 aufgenommen worden. Und das ist eigentlich alles, weil ich gerne Fußball gespielt habe. Ich habe jetzt da nicht grosse Gedanken gemacht. Das ist, ja. Echt, bei Bümplitz war es halt alle ein bisschen unprofessionell gewesen. Manchmal konnte man nicht ans Spiel gehen, weil zu wenig Autos vor allem, dass ich sie für ein Auswärtsspiel. Dann habe ich gedacht, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, noch an einen Ort hergehen, wo es genug Auto hat. Ja, wo es genug Auto hat. Und das war dann wie der Fall gewesen. Und jetzt 2014 der Profivertrag. Alles hat ausgesehen, als würde es perfekt laufen. Jetzt die drei Knieverletzungen schon. Es ist immer das linke Pedal, das der Lampen macht. Ja, das linke Knie, das mich ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber jetzt bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich hatte eine gute Reha in Deutschland. Und jetzt bin ich wieder mental im richtigen Zustand. Es war ein schweres Jahr, das letzte. Das Schwierigste für mich persönlich, was Fußball betrifft. Aber jetzt, das Jahr habe ich abgehakt und jetzt gebe ich alles noch im Endspurt, dass ich gleich wieder beim Team bin. Wie schwierig ist es, wenn du in Deutschland bist, auf dich allein gestellt? Die Mannschaftskollegen sind weit, weit weg, oder? Ja, also für mich ist es ja, ich das persönlich wollen, dass ich ein bisschen wegkomme vom Team, dass ich auch ein bisschen Ablenkung habe. Weil wenn du immer bei der Mannschaft bist, du siehst die anderen trainieren und so, das schmerzt. Und darum ist es mir ganz gut gewesen, dass ich ein bisschen weg konnte. Und es, wie gesagt, ist sehr professionell gewesen dort. Wie baust du in der Reha das Vertrauen auf jetzt neu? Weißt du, Zweikämpfe, die warten, Belastungen, die warten. Spieler sagen häufiger, sie verletzt waren, egal in welcher Sportart. Das Vertrauen fehlt manchmal. Mhm. Hast du das schon wieder? Nein, sicher noch nicht. Also noch nicht zu 100%. Weil jetzt habe ich einiges durchgemacht mit dem Knie. Aber es gibt immer so Punkte, wenn man zum Beispiel in Reha zu einer Phase kommt, wie zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich angefangen mit Sprüngen. Und wenn du das kannst machen ohne Schmerzen und auch Tag darauf keine Schmerzen hast, merkst du, okay, es kommt immer wie besser, das Knie ist stabil. Und das sind so Phasen, ja, wo du Selbstvertrauen zurückkommst. Und mit 22, einer der talentiertesten Verteidiger, zusammen mit Nico Elvedi, sagt der Trainer Pekovic. Ja, ich glaube, die Aussage ist jetzt schon ein bisschen länger her, das war auch vor mir eine Verletzung. Und das ist schön zu hören. Aber für mich persönlich ist einfach das Ziel, dass ich wieder Fußball spielen kann, ohne Schmerzen. Und was näher ist, das sehe ich da. Darf man sagen, das ist ein bisschen Floskel-Alarm, aber man muss natürlich sagen, Gregi, verstehe mich nicht. So, gleich haben wir Zuwachs über Gregi und Bregi und Marcel Rohr, den wir dann begrüßen. Zuerst aber noch das Fragebuch, Gregi, das auf dich wartet. Nach einer kurzen Pause drei Fragen, die du natürlich wahrheitsgemäß wirst beantworten. Bis dann. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Anfang wagt. Wo das Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt nur auf raiffeisen.ch/Konzerte. Ein stattlicher, dreijähriger brauner Hengst. Er startet mit 20'000. Danke, die Dame. 27'000, 32'000, 37'000, höre ich 39'000. 39'000. 39'000.
Bei wachsenden Ansprüchen braucht es einen starken Anlagepartner. Raiffeisen. Wednesday on SportHD.com. Was? Wegen dem König von ja. Bern? Aber das bist du ja! Nein! Mal, das bist du! Du hast keine Ahnung, was das auslöst in all denen, die das gerne wären. Eben, du bist es! Das ist es! Ich bin es nicht! Ich mag es nicht sein! Eben, darum bist du es! Das Kontinent! Wer will es denn gerne sein? Du, wer will es gerne sein? Sag öffentlich! The Hockey Week. Every Wednesday at 19 p.m. Only on SportHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Der Soccer Lounge 75. Ausgabe, das ist eigentlich schon fast ein Jubiläum. Champagne nehmen wir, wenn du wieder gesund bist. Der Gregor Wiedrich bei uns vom BSC IB. Noch ist er verletzt im linken Knie, das hindert ihn nicht dran, unser Fragebuch sich diesen Fragen zu stellen. Erste Frage, die ich ausgesucht habe für dich. Lust und Laster. Ein Getränk, das Sie typischerweise bestellen. Apfelschorle. Apfelschorle? Jetzt habe ich gedacht, Bierli oder Gaiperini oder so. Trinkst du Alkohol? Selten. Und wenn der kein Bier, dann vielleicht ein Glas Rotwein. Oh, für 22, das ist untypisch. Trinkst du schon? Trinkst du schon Alkohol? Ja, vor ein paar Jahren angefangen. Ja. Seit ich mit dir zusammen arbeite. Ich trinke nur Glühwein hier, wenn der Marcel Rohr oder schon sprechen. Körpergefühl, wie oft stehen Sie am Tag vor dem Spiegel? Endlich kann ich einem Fußball die Frage stellen. Dreimal. Morgen, wenn ich aufstehe, nach dem Duschen, nach dem Training und auch am Abend beim Zähneputzen. Geht es lang? Nein. Welcher steht am längsten in der Garderobe vor dem Spiegel? Super. Yvonne Vogo. Den Vogo? Ja, ich glaube schon. Wirklich? Ja. Die kürzesten Haare vor? Ja, das ist schwierig zu vorstellen, aber ich glaube schon. Das ist gut, wenn er mal da hockt. Das müssen wir uns Pizza aufschreiben. Yvonne Vogo müssen wir auf das starten. Ihre Freunde, Ihr neuester Freund, der Fußballer in Ihrer Generation, der sind ja alles Bros, oder? Social Media, hey Bro, gratuliere Bro und so. Wer ist dein neuester Kollege? Hey, pass, das ist eine Fangfrage, merkst du es? Ja, stimmt. Der Pizzo. Ja, ich glaube, in Deutschland habe ich einen Tennisspieler kennengelernt. Mit dem bin ich eigentlich die ganzen 4 Wochen zusammen gewesen. Wir haben sehr gut zusammen gehabt. Ich glaube, ja. Wenn er es losgeht. Bekannter kennen wir ihn? Sein bestes Resultat war Top 60. Ist ziemlich gut aus Litauen. Aber nicht so schlecht, muss noch ein bisschen daran arbeiten. Alles klar. So, die Runde, die Zuwachs überkommt. Und das kommt so über. Der George Bregi und der Marcel Rohr sind bei uns. Herzlich willkommen. Was ist über Bregi? Der Bregi, der Gregi und der Marcel Fedi. Bei Basel muss man im Federvierten. Basel steht Kopf, oder? Die Fasnacht interessiert niemand mehr, wo du demnächst kommt. Ja, wir müssen alle Flughäfen, Bahnhöfe, Plätze nach ihm benennen, oder? Meine, das ist ein grossartiger Sieg. Ist der Fischer eigentlich froh, redet auch vom Federn und nicht von ihm? Ja, genau. Mal schauen, ob es mal den Urs Fischer-Platz gibt irgendwann. Das ist noch einen weiten Weg. Mal schauen, ob es den Urs Fischer nächste Saison als FCB-Trainer gibt. Genau. Kannst du etwas sagen dazu? Nein, das ist noch offen. Da sind viele Leute gespannt, ob das so ist. Viele Leute sind gespannt. Also er ist nicht mehr. Er ist nicht mehr gesehen. So. Gut. Die Sachen, die du hier sagst, prophezeist, die sind meistens, treten die so ein? Ja, das hoffen wir doch, oder? Einer, der 5 Wochen Thailand-Ferien hängt. Ich wollte dir helfen. Ja, das ist der Glück. Danke vielmals. 5 Wochen Thailand-Ferien. Du siehst besser aus denn je. Was sollte man an der Ferien, dass man erholt aussieht. Und man muss wirklich keinen abschalten. Das Telefon ist immer im Hotelzimmer. Wenn etwas war, hat man geschrieben, Stellvertreter bitte anrufen. Mit meiner Frau. Bist du einer, der ab und zu mal Fußball führen nimmt in der Ferien? Mal am Strand, ein bisschen jonglieren so? Oder ist... Nein, das mache ich nicht. Wirklich genießen, wir gehen viel laufen. Wir gemütlich lesen auch immer. Sehr viele Bücher. Und nachher ist es gut gehen, gemütlich etwas gegessen am Strand, am Abend wieder zurück. Und
So, so sind wir auch im falschen Business. Journalist, Journalist, Fußballer, Versicherung. Hä? Wir haben nicht so viele Freistöße geschossen wie er. Einen guten, der kann er. Das hat gelenkt. So, wir reden über IB, Trainingslager. Marcel, das ist so, dass man bei den schreibenden Kollegen jeder Super League-Club, auch wenn es Thun ist oder Hemdernied, hat ein super Trainingslager gehabt, hat das Beste rausgeholt, hat Also, die Spieler schießen das immer mörderisch an, das ist die schlimmste Zeit, oder? Ist es so? Total langweilig. Man darf es aber nicht zugeben, natürlich, oder? Es ist so langweilig, oder? Und man hockt aufeinander oben und alle sind 10 Stunden, bis wir wieder heim dürfen. Aber es ist dann am Schluss dann immer super gewesen, weil du brauchst einfach die Meter dabei. Aber stimmt das, Gregi? Wintertrainingslager ist da. Es ist auch die härteste Zeit, was das Trainings anbelangt, sagen wir so. Und klar, nach 10 Tagen kommt langsam leicht der Lagercode, das stimmt. Wo man froh ist, heimzugehen. Nach 10 Stunden, ja. Wie habt ihr das gemacht in der Trainingslager zu dieser Zeit? Hat man noch gejasset miteinander, mit einem Brett miteinander? Man hat sicher noch viel unternommen miteinander. Oder? Da müssen wir schon sagen, es ist sicher ganz anders geworden. Es ist aber mehr am Abend zusammengehockt. Heute ist es so, dass praktisch jeder seinen Game-Abend hat. Wir können noch haben, dass aber Game organisiert haben, die Game-Abend. Die Mannschaft selber das Turnier untereinander gemacht haben. Und ich finde, das ist ja noch sehr interessant. Und eben, Trainingslager sollte man eigentlich vielfach die gewisse Apparate auf die Seite stellen und als Teambildung alles gut, die machen auch schon gewisse Sachen. Sie sind manchmal ganz Kart fahren oder so. Oder, Fußballmatchen schauen, glaube ich. Ja, man probiert schon etwas zu machen auch und so. Es ist vor allem für den Trainer halt einfach auch eine wichtige Zeit. Die Spieler müssen einfach laufen ihre Sachen, aber für den Trainer ist es eben auch wichtig, dass sie mit den Spielern mal in Ruhe schwätzen. Sie haben Spieler immer um sich herum, das finden sie auch noch gut, oder? Und vor allem ein Konditrainer, der natürlich die Zeit nutzen will, dass die Leute wieder auf dem Laufenden sind, was Fitness anbetrifft. So, in Sachen Transfer ist bis jetzt eine unglaublich langweilige Transferphase, finde ich. Wie sieht es bei IB aus, Pizzo? Ja, wie der Marcel richtig hat gesagt, die Transferphase hat echt zur Super League Vorrunde passt, also langweilig wie ein Mohren, sozusagen. Hast du das gesagt? Aber der Kubo hat in den letzten Tagen noch IB verlassen. Man kann sagen, so überraschend, wie er dann plötzlich im Training auftaucht ist, so überraschend verlässt er und zieht auch wieder weiter zum KAA Kent nach Belgien. Wir haben uns gefragt, wie wird man ihn ersetzen? Neue Strategie, darum vielleicht ändert kein Transfer. Also der Mr. X kommt er nicht. Der Kubo, der gleich 12 Saison-Goals gemacht für IB und übrigens auch bei Kent schon wieder getroffen hat, kann sowohl im Sturm spielen, im Zweiersturm. Neben Moro war er meistens gesetzt. Dort können jetzt der Michu Frey und der Alexander Gerd sicher mit etwas mehr Spielzeit rechnen. Auf dem Flügel hat man sowieso arrivierte Kräfte, plus dazu der Quadro Dua und der Talan Seferi, zwei sehr junge, sehr interessante Spieler, die auf dieser Position ihn sicher ersetzen können. Also unbedingt ein Spieler zu holen jetzt für 18 Ligaspiele und maximal, oder sagen wir hoffentlich 3 Cup-Spiele, ist natürlich fraglich, ob das muss sein. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Kubo weiss ich noch, der hat gar nicht bleiben sollen. Auf der Matte steht. Ilja Kenzig hat dann einen Vertrag noch weiterkaufen. Plötzlich ist er da gewesen. Der Freddy Big hat nicht gewusst, was er jetzt mit dem Sushi-Bomber. So. Der Mr. X habe ich gehört sagen, kommen einen. Ein Ergänzungsspieler, weil wenn man die Stürme anschaut, Schorsch brauchen sie einen Arrivierten. Und das würde ja nicht ins Konzept passen, ein Arrivierten wäre teuer. Ja, ich glaube, der Gedanke wird sicher gemacht, ob man ihn wirklich braucht. Ich habe eher durch die ganze Konstellation, die sie jetzt im Kader haben, gesehen jetzt nicht unbedingt. Ich meine, sie haben ja genügend gute Spieler, die das ersetzen können. Und je nachdem kann es aber dann wieder ein bisschen Unruhe geben, wenn dann ein Spieler kommt, der vor allem aber, wenn der arriviert ist, weil der ja seine Einsatzseite haben und dann könnte es dann vielleicht gewisse Unruhe geben. Ich meine, Michi Frey wartet schon lange, dass er mehr Einsatzseite bekommt. Und der wäre sicher nicht gerade so erfreut. Und wenn man zwei junge, talentierte Spieler hat, muss man denen eine Chance geben, dass sie mal zeigen können, was sie drauf haben. Und das ist ja das Konzept. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde das ganz klar einmal mehr das Zeichen, dass IB nur Zweiter werden will. Sie sind schon zufrieden. IB ist Zweiter. Und es ist ja klar, man muss sparen, der Speicher hat die Vorlage, er muss sparen jetzt. Das ist ein Spieler, der hat mir ein Angebot gehabt, aber geht der Spieler an, der geht auf Belgien. Was ist die belgische Liga? Wenn jetzt der über die Bundesliga geht, oder auf England, würde ich sagen, okay, das ist für den jungen Burschen wirklich ein Schritt. Aber auf Belgien, in das Land, in die Liga, das finde ich schrecklich, dass man das ziehen. Ist der Rekordtransfer von Kent, ne? Ja, aber der Kubo war ein Spieler, der den Unterschied ausmachen von der Bank. Er hat X-Match aber er war auch nicht so konstant. Okay, aber er ist noch jung. Also im Aufsteigen begriffen ist nicht besser geworden. Und für mich ist es einfach ein Zeichen,
zweiter Platz längt für IB. Ja, ist doch ganz klar, es längt. Zweiter längt. Im Moment ist ja sowieso keine Chance gegen Basel. Eben. Also im Moment, ja. Was willst du sogar investieren? Du gescheiter warten, schauen, wie sich die Jungen entwickeln während der halben Saison. Und dann kannst du im Sommer schauen. Ja, aber kannst du auch den Kubo behalten und verkaufst nicht mehr ein Jahr für 10 Gregi, Millionen wirklich, oder für 5, wenn er wirklich gut ist, oder für 8. Oder die zwei werden sich nicht einig, lade ich nicht Leute direkt. Aber wir sehen natürlich bei IB, wir haben es bei einem Hadercanal gesehen, wir sehen es bei dir, und ich glaube, es ist eine wichtige Message für die Jungen, dass man eben eine Chance bekommt. Wenn der Dua zu Einsatzminuten kommt, ja, und der Michel Frey, das ist das wichtigste Zeichen gegen aber das ist das, was Basel fehlt. Die Jungen sehen Basel nicht mehr die Chance, in die erste Mannschaft zu kommen. Bei IB hast du die, oder? Ja, das ist so, und das ist jetzt auch die Philosophie bei uns, dass junge Spieler ihre Chance bekommen, dass sie Einsatzzeit haben, und darum sehe ich es ähnlich wie die Chance, dass eigentlich mehr genug Alternativen mit dem, zum Beispiel mit dem Dua, wo die Position auch spielen kann. Also es braucht natürlich nicht nur junge Spieler, sondern auch gut aussehende Spieler. Spieler, die heutzutage alle gute Frisuren haben. Das ist anders als in Zeiten des Schorsch. Heute sehen alle natürlich blendend aus. Deine Mitspieler haben nicht alle so blendend ausgesehen wie du. Und der Hauscoiffeur von der Soccer Lounge, Enrico Pizarro, dem haben wir ein Foto gezeigt von der damaligen Frisur, die Gregi Wüthrich hatte. Der Mr. T von Young Boys, fehlen nur noch Goalkötteli und nachher kann er ab in die Verteidigung. Ich glaube, es macht den Stürmer von der gegnerischen Mannschaft auf jeden Fall ein bisschen Eindruck. Es gibt ein bisschen gewisse Aggressivität. Zu ihm passt es. Die Farbe passt auf jeden Fall besser zu ihm als zu mir, weil wenn ich so bleich bin, wäre er der bessere Teil. Ich muss sagen, weiter so und Hobby B. Wenn ich ein bisschen Seich gebracht, der ist ja der Waffe von ein paar Überspielen, hat ein bisschen Angst von dir eigentlich auch. Von mir nicht, nein. Bist du einer, der bei dir noch etwas wagt? Ja, ab und zu. Also ich probiere gerne Sachen aus mit dir, aber meistens habe ich es eigentlich so wie jetzt. Aber ich denke, mal blond, wieso nicht? Schon ein bisschen der Odell Beckham Junior Footballspiel hat so gehabt und ja, hat mich inspiriert und habe es mal probiert. Also schauen wir mal, was als nächstes kommt. Kurze Pause, dann reden wir weiter über das Thema PS7. Was das Leben für Sie bereithält? Schauen Sie doch mal nach. Entdecken Sie Ihre Lust am Entdecken. Und dann die ganze Welt. Fahren Sie links, fahren Sie rechts. Folgen Sie Ihrem Bauch, Ihrem Instinkt oder einfach dem Wagen vor Ihnen. Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. So, er probiert gerne etwas aus in Sachen Frisuren, der Gregory Wüthrich. Er probiert auch gerne etwas aus. Was sagst du gegen die Vorwürfe? Zweite Läden lang? Ja, also es ist das Ziel, die Saison für uns, dass wir den zweiten Platz sichern können. Und was näher nach oben geht, das sehen wir. Wichtig ist sicher auch jetzt der Start in der Rückrunde. Das sagen Fußballer immer, aber es ist eben so. Nach diesen langen Trainingswochen kennen, weiss, wo er steht. Klar. Geht es weiter wie gehabt? Ja, natürlich. Basel hat von den ersten 4 Matchen im Februar 3-mal daheim. Gegen Lausanne, gegen Lugano, gegen Luzern. IB hat ein schwieriges Programm, bereits das erste Match gegen Sion. Ist nicht ganz einfach, obwohl du mir erzählt hast, dass ihr immer gewinnt daheim gegen Sion. Letztes Mal haben wir noch die Schiedsrichter gebraucht, aber es hat dann gleich gelangt. Aber das wird, also wenn es normal läuft, hat Basel vielleicht schon 15, 16, 17 Punkte Vorsprung Ende Februar. Ist absolut möglich. Was IB Basel voraus hat, ist die attraktive Spielweise. Heute lässt attraktiver spielen, die Mannschaft macht Spass zum Zuschauen. Sicher, ja. Er ist gekommen, hat sicher viel auf den Kopf gestellt in IB. Er hat eine ganz andere Philosophie von Spielansicht. Er hat viel aggressiver spielen. Und das wäre eigentlich das, was halt Zuschauer lieber tun. Aber auf dem Endeffekt ist halt so, wer ist der Erste? Und da frage ich den, der nachher auch nicht, wer, wie gut das Spiel ist und wie attraktiv das Spiel ist. Du gewinnst einfach die Meisterschaft. Aber für IB geht es ja darum, endlich wieder mal einen Titel zu holen. 2006, 2010 hat man gegen eine gewisse rot-weiße Mannschaft im Cup-Final daheim verloren. Jetzt wartet Winterthur. Ist es die ganz grosse Hoffnung
schreiben, Marcel? Also, in Basel laufen wirklich Wetten, dass ich bei dem Match wird verlieren werde. Weil es ist ja dann wieder der erste Match seit einem knappen Jahr, wo es wirklich um etwas geht. Basel oder Basel? Innerhalb von der Mannschaft, aber auch im Umfeld rundherum. Ja, das ist ja so. Weil sie einfach sagen, so sobald es Beibe wirklich um etwas geht in einem grossen Match, haben sie immer ein neues Schlottern. Jetzt habe ich aber eben, der Gegner ist Winterthur. Das ist doch im Bereich des Möglichen, oder? Muss man sagen. Und dann würde ich sagen, Halbfinale, und dann kommt es darauf an, was los ist. Ja. Sie haben sicher eine gute Chance. Und klar muss man jetzt an das glauben und alles daran machen, dass auf diesem Match anschaffen. Ganz klar, logisch. Gregi, also diese Aussage, die musst du ausdrücken, eine bessere Motivationsspritze gibt es ja nicht in der IB-Kabine, dass Basel-Spieler wetten darauf, dass IB den Goethe-Match verliert. Ja, natürlich. Ja, das stimmt, das ist eine kritische Aussage, aber ich denke, wir sind uns bewusst, dass wir klar, ganz klar Favorit sind und müssen das Spiel professionell machen. Aber jetzt sagen dir immer, wir unterschätzen Winti nicht, wir wissen, die können Fußball spielen und so. Das sagt jeder Sportler sagt, ich unterschätze den Gegner nicht und gleich passiert es wieder. Ja, oder passiert es häufig? Warum denn das? Nein, ich denke, wir haben aus der Vergangenheit genug gelernt. Und Dadi Hütter ist schon Coach, der uns das ganz klar macht, dass es kein Team zu unterschätzen gibt. Und darum bin ich sicher, dass jeder Spieler ganz professionell in den Match wird hineingehen. Aber es ist schon das, was eine Saison natürlich könnte vergolden. Und ich glaube, einem Club schon unglaublich gut tun. Ja, sicher tut das gut, wenn man die Möglichkeit hat, einen Titel zu holen. Weil der erste Titel ist ja weg, Meisterschaft. Und jetzt schafft natürlich jeder Club auf die Cup-Trophäen. Aber es sind einfach noch gewisse Mannschaften auch noch vorhanden, die das auch gerne machen tun und erfolgreich machen tun. Also auch in Basel sprechen wir von dem Match gegen den FCZ. Das ist auch in Basel ein grosser Match. Das ist ein mega attraktiver Viertelfinale, FCB-FCZ. Also das ist auch jetzt das grosse Thema und nicht jetzt unbedingt der Rückrundenstart gegen Lugano, muss man schon sagen. Also man merkt, die Hoffnung lebt. Die Hoffnung lebt natürlich auch bei all den Trainern, die auf einen Job warten. Und so einen haben wir jetzt in der Leitung. The Better Original. Oui, bonsoir, guten Abend. Voilà, c'est Bernard Chalonde. Ich bin zwar noch Scout bei FC Basel, das ist gut, aber wer mich kennt, der weiß, ich warte. Ich warte auf Frühling, ich warte wie immer auf meine Frau und ich warte für einen Job als Trainer. C'est clair, es muss zuerst ein anderer Trainer entlassen werden, aber Joe ist immer noch da und Jeff hört auf. Und sie haben mich nicht einmal gefragt, das ist ein Skandal. Mon Dieu, es muss ja nicht St. Gallen oder Thun sein. Ich gehe auch nach Barcelona, Mailand oder Madrid. Egal, c'est total egal. So, wir machen schnell IB gegen Sion. Es wird eine klare Sache werden. IB ist die Favorit und Sion, sie konzentrieren sich nur auf Coupe. Nur auf Coupe, so. Ist klar, sie müssen nicht mich fragen für diesen Tipp. C'est clair. 2-2. Alors, ich warte. The Better Original. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Thursday on SportalHD.com. Hallo zusammen, ich bin Silvan Zurbricker. Wie ihr seht, bin ich fest am Skifahren. Ich bin mich auch am Vorbereiten auf die Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz. Es ist ja Donnerstagabend, wenn es wieder heisst, Snow Lodge. Am 7. zähle ich natürlich wieder auf euch. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao zusammen. The Snow Lodge, Thursday at 7 on SportalHD.com. Wo jemand einen neuen Anfang wagt, wo aus Denken machen wird und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Erleben Sie Konzerte, Musicals, Zirkus und vieles mehr. Tickets mit bis zu 50% Rabatt nur auf raiffeisen.ch/Konzerte.
Ein stattlicher, dreijähriger Bauernhengst. Wir starten mit 20'000. Danke, die Dame. 27'000, 32'000, 37'000, höre ich 39'000, 39'000. Verkauft 39'000. Bei wachsenden Ansprüchen braucht es einen starken Anlagepartner. Raiffeisen. Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. So, wir sind zurück aus der Werbung. Da erzählen wir uns ein bisschen, wo nicht geeignet sind. Wenn jetzt die Wiedergeber könnt ihr immer raten, von wem es kommt, vom Mann im blauen Hemd. Reden wir über FC Sion, oder den nächsten Gegner, den Gegner, der bei euch nicht gewinnen mag. Ja, ich denke, in diesem Spiel haben wir gute Chancen. 4-3. Gut starten. Wie ist eigentlich egal, hauptsächlich 3 Punkte. Und das 4-3, das könnte sich wieder erholen. Vielleicht braucht man wieder den Schiri dazu, wie der Masseroth behauptet. Und vielleicht ist es wieder der Knackpunkt, dass es bei Sion nicht mehr so gut läuft. Bei Sion, wo es unglaublich ruhig ist. Ohne dass wir jetzt früh über den Trainer reden schon. Warum ist es so ruhig? Ja, sicher sind auch die Resultate da. Und ja. Die Sache ist, glaube ich, er hat die Mannschaft jetzt so können zusammenstellen oder eben mit dem Trainer können zusammenstellen, wo es Gefüge gegeben hat. Und ich sehe, dass der Trainer extrem viele junge Spieler noch eingebaut hat. Und da sieht man auch wieder, was ich vorher von Ibe gesagt habe, die jungen Spieler müssen Chance geben. Du kannst nicht einfach alles nur mit arrivierten Spielern holen. Wenn du so viel Geld in einen Nachwuchs investieren tust, musst du jedes Jahr wieder holen, was die Möglichkeit hat, die nachher kannst du verkaufen und Gewinn bringen. Meine, der Präsident Sio hat es ja x-mal beweisen, dass er viel Geld holen kann mit diesen jungen Spielern. Mhm. Junge Spieler, neue Spieler, dein Stichwort, Pizza. Mein Stichwort, ja, wie er gesagt hat, der Constantin, Presidente, Grande Presidente, hat auch gemerkt, dass er eigentlich nicht immer bei seinem Auto jedem Fenster, jedem Transferfenster die Schraube auswechseln, sonst geht das Auto irgendwann auseinander, sondern dass ein Rhythmus auch mal gut tut, darum entsprechend eigentlich auch etwas weniger als sonst gegangen hier, was ich sehr gut finde, eigentlich guter Ansatz. Mir gefällt vor allem, dass man vom FC Chiasso zwei junge Nationalspieler geholt hat. Ivan Lurati, Nicola, Achtung, Zungenbrecher, Milsvieljevic irgendwie. zwei talentierte junge Nationalspieler, bei den Abgängen eigentlich niemand brutales. Also der Asifu hat dann als ghanaisches Supertalent gekommen und eigentlich nie wirklich den Durchbruch geschafft im Wallis. Der Gekas zuletzt auch wirklich nicht mehr riesig motiviert. Also zusammenfassend keine herben Verluste und zwei sehr interessante Perspektiven Spieler geholt, was ich ja, sehr cool finde. Schon schwörst der Boca ist in U21, der alte Mamo Karriere auch in U21 im Wallis ausgegangen bei Raclette und Fada. Die Abgänge ist ein bisschen recht, es ist nichts, das arg ins Gewicht fallen. Nein, gar nicht. Wie gesagt, Gekas war ein bisschen erstaunt, dass er nicht mehr Einsatzzeiten hatte, weil für mich war er doch der Goalgetter. Aber nachher hat er einfach voll auf die Konate gesetzt. Und der Asifu kann man sagen, aber er hat uns letztes sehr wenig gespielt. Der Konate, der natürlich auch nicht so hat unterschritten, nach dem Jahr, das überragend war. Ja, wo man wie viele Millionen hat können genau bieten. Vielleicht haben dort ein paar Leute im Hintergrund ein bisschen Berater oder so in den Kopf verdreht und haben vorschnell damit ihm Sachen schmackhaft gemacht, die nicht eingetroffen sind. Aber ich möchte noch einen Satz sagen zum Trainer, da kommt das nachher, ich weiß nicht. Nein, Trainer können wir. Ich habe den Herrn Zeidler im Ende November noch getroffen, selber im Wallis. Das war eine sehr eindrückliche Begegnung, muss ich sagen. Ich habe selten einen Trainer gesehen in den letzten Jahren, der so viel Energie, so viel positive Energie, so viel Enthusiasmus mir gezeigt hat.
Er hat mich gerade, er erzählt, er sprüht von Ideen, wie man den FC Sion vorwärts bringen kann. Und er holt alle ab. Also er ist mit allen per Du und im Hotel. Und es war richtig so ein Miteinander gewesen. Ich habe das noch nie so erlebt. Sehr das Herzli um eine Masse. Nein, aber ich muss wirklich sagen... Sternli. Sternli und Herzli. Genau. Und ich muss wirklich sagen, es hat mich ziemlich beeindruckt. Wenn ich heute so sehe, wie so viele Trainer in der Super League sind so vorsichtig, sie haben Angst, um etwas zu sagen. Sie getraut sich. Und der ist einfach frisch von der Leber weg. Und das finde ich positiv. Also ich glaube, da hat der Gonzalo wirklich etwas Gutes gemacht jetzt. Wir wollen die verliebte Phase konservieren. Wir wollen es konservieren. Und Nicola Lüchinger die Chance geben, sich ebenfalls über seinen Trainer zu äußern. Und der blast noch ins gleiche Horn. Ja, sehr akribische Arbeit. Tut viel reden mit den Spielern, gibt Vertrauen. Und er hat einen sehr klaren Plan, wie wir Fußball spielen wollen. Und den wir gut umsetzen. Der hat wirklich eine super Art, auch pädagogisch. Und ja, das spürt man. Logisch. Also, und der tönt, begeistert. Würdest du jemals zum FC Sion gehen? Nein. Statement? Ich bin ein guter Club, oder? Das ist absolut. Die Karriere ist jetzt bei IB, ist nur zwei Momente in der Schweiz. Da würde ich auch nicht Gedanken machen, wo ich das nächste Mal. Im FC Sion natürlich die Chance, wenn man gross ins Theater geht und etwas nicht gut kommt. Das ist es. Der Zeitl hat eine unglaubliche Serie gehabt bei dem 4-3, wo die gewonnen haben. Ein bisschen mit Käse und Brot, kann man sagen. Ist nach einer Niederlagenserie gekommen. Das hat dem Zeidler überhaupt nicht geschadet. Nein, man hat gesehen, er hat weiterhin offensiv spielen. Er hat, wie Marcel gesagt hat, der Enthusiasmus, den er die Mannschaft übergibt, die positiven Gefühle, das spielt man den Spielern richtig an. Die haben Freude auf dem Platz, die wollen etwas erreichen. Und wie gesagt, die haben auch wieder den Funken zum Publikum geholt. Man sieht auch wieder, das Publikum kommt in grösseren Massen ins Stadion. Das war auch schon anders. Und das wird natürlich sicher auch ein grosser Punkt sein für den FC Sion, weil das Publikum kann schon fanatisch sein und die Mannschaft nach vorne stoßen und denen mithelfen, dass aber die kleinen Unterschiede kann uns machen zum Sieg oder nicht. Vor allem stimmt nicht in das blöde Lied vom Präsidenten mit dieser Verschwörungstheorie, dass alle Schiedsrichter gegen Sion sind. Und die Liga wo ja alles, das mag ja niemand mehr hören, wo der Trainer auch sagt, nein, das gehört von mir nicht. Und das ist ja, das schadet sich der Gonzalo so wahnsinnig selber und seinem Club. Das hat er bis heute noch nicht begriffen. Auch ein Match in Bern ist wirklich unglücklich gelaufen für sie, muss man sagen. Aber das gibt es halt in der Super League. Manchmal geht es auf diese Seite oder im Fußball allgemein. Aber immer das Verschwörungszeug. Und da muss ich sagen, der Zeidler auch, hat sich von dem distanziert. Und das finde ich auch selbstbewusst von einem Trainer, wenn er sich nicht auf der gleichen Ebene ist wie der Präsident und sagt, hey, also, das habe ich super gefunden von ihm, dass er es nicht gemacht hat. Etwas, was ich erklärt habe, wir hatten auch eine Phase, gehabt, wo man immer über Schiri gemusst hat. Und ich habe gesagt, hey, halt, stopp, das können wir intern machen, nicht. Aber das macht man nicht extern. Was kann man von Sion erwarten? Irgendwann kann man alles erwarten, irgendwann darf man nichts erwarten. Gehen Sie nur auf den Cup? Also, Cup ist sicher immer ein Thema für den FC Sion, aber nicht nur. Ich glaube auch, dass der FC Sion vor allem der Präsident europäisch will spielen. Und dass er ganz klar ein Auge hat für, auf den zweiten Platz. Und darum wird sicher uns sehr maßgebend sein, das erste Spiel gegen IB. Wo ja Gregor natürlich ein bisschen dagegen ist. Aber ich sage, Sio wird sicher alles daran setzen, dass sie das Spiel gewinnen kann. Hey, sind die dazu mit IB besser kommen auf den zweiten Platz? Sie sind hinten noch in der dünne Abwehr. Dort gefällt es mir nicht. Wenn dort der Sverotic Ziegler, der Ziegler hat ein Problem gehabt, dort sind sie ein dünn aufgestellt. Vorne hat genug Alternativen, das ist gut. Hinten fehlt mir noch einer, der wirklich ein bisschen Stabilität reinbringt. Wenn alle fit sind, ist es gut. Sonst fehlt mir noch ein bisschen. Da ist IB fast noch ein bisschen besser aufgestellt, ein bisschen mehr Alternativen. Aber sie ist einfach los im Göpp. Ja, schon. Aber ich muss schon sagen, die Innenverteidigung war für mich immer ein grosses Thema beim FC Sion. Für mich ist der Ziegler immer noch nicht ein Innenverteidiger. Und da muss einfach wirklich einer ankommen. Und da gebe ich dir recht. Da ist das, was mir noch fehlt, dass vielleicht der ganz weite Sprung nach vorne kommen kann. Also so einer wie der Wütlich, aber er hat gesagt, er wird nie zum FC Sion gehen. So, jetzt wollen wir einmal porträtieren. Ein Ausschnitt aus unserem Starttag, wo wir für Raiffeisen und Wheel of Football jeweils dürfen machen. Ein Spieler, den wir begleiten, wo wir hergehen zu den Anfängs, dort, wo er anfängt, Fußball spielen, auf dem Platz, und dort, wo er jetzt Fußball spielt. Heute mit einem Spieler, der Josh Bregi sehr verehrt. La plus belle chose de Tourbillon, je pense, c'est l'ambiance qu'il y a ici. Il y a
quand tout le public est avec nous, c'est vraiment une force pour nous. Et je pense que qu'on peut battre n'importe quelle équipe sur le terrain et on est capable de très bien jouer, je pense, ici. Je pense que quelque chose d'unique à Tourbillon, c'est qu'on voit les deux châteaux, le château de Valère et le château de Tourbillon. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique avec les montagnes. Donc, c'est un stade très, très atypique et pour moi qui est vraiment beau. J'ai commencé à jouer au football il y a 17 ans. Mon premier club, le FC Sierre. Professionnel depuis juin 2015. Plus que 30 matchs en Super League. Mon plus grand succès personnel, avoir réussi à entrer dans l'équipe professionnelle du FC Sion et avoir de la continuité pour jouer. Vincent Siro, milieu du FC Sion. Wenn ihr mehr möchtet sehen von unseren Start-Taxis, die wir mit allen Super League Clubs machen, welovefootball.ch. Ich habe es gesehen. Josh Breggi hält wahnsinnig viel vom Siero. Ja, das habe ich schon vor Monaten gesehen. Jahren gesehen. So. Nein, vor Jahren, vor einem Jahr. Und weil ich das natürlich gewusst habe, ich es organisieren können, dass man während der Taxifahrt Vincent Siero eine Frage stellt. Wer ist Josh Breggi? Alors, qui est Josh Breggi? Alors ça, je saurais... J'ai un blanc là, je saurais pas dire qui c'est. Oh, schon gehört, keine Ahnung. Ist aus Walliser, auch mit 22. Marcel, eine Institution, eine Legende. Wie der Josh Breggi müssen wir kennen. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen peinlich vom Herrn Siero. Also ja, das finde ich... Also das zeigt einfach halt auch, wie sich halt viele Leute wirklich nicht mit der Vergangenheit befassen oder mit der Geschichte vom Club. Ich habe das gerade letztens mit dem Alex Frey diskutiert in Basel. Er sagt, du 15, wenn er trainiert. Die kennen ihn gerade noch, die wissen, wer er ist. Aber es ist, bei ihm gibt es noch, oder? Aber er jetzt, ich meine, was er erreicht hat in Sion, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen für das Spiel. Kennst du IB-Legenden noch? Interessiert ihm so Zeug? Oder interessiert ihm so Zeug einfach nicht? So Britz, Lunde, Chapuisat, Breggi. Ja, doch schon. Vor allem jetzt. Zum Beispiel, ich muss ein paar kennen, bin in Bern aufgewachsen. Das ist mein Verein, da kennt man schon die einen oder anderen. Und das auf jeden Fall. Aber ich denke, vor allem wenn du als Spieler vielleicht vom Ausland und so herkommst, dann ist es schwieriger. Dann ist klar, ja. Dann ist klar. Aber auch einheimische Müster, Vincent Siero, sorry Vincent, der Georges Breggi, natürlich kennen. So, reden wir so ein bisschen, wenn man die beiden Mannschaften gegenüberstellt. Bizzo, kommst du, gibt es etwas Greifbares? Auf diesen Moment freue ich mich schon die ganze Sendung. Der wusste ja so ein bisschen Schwäche für Kurvendiagramm, kleinen Fetischismus. So eine haben wir vorbereitet. Und zwar schauen wir uns da die Vorrunde an von diesen zwei Game of the Week-Veranstaltern sozusagen. Der Start ziemlich ähnlich. IB sehr holprig. Bei Sion würde ich sogar das Prädikat katastrophal nehmen. Dann hat es dort den Wechsel gegeben von Tolo auf Zeidler. Serie IB schon unter dem Hütter eine gute Serie hergelegt. Am Schluss hat es bei Sion wieder ein bisschen gehopert, gegen IB Basel. Man hat sich aber gegen Luzern am Schluss noch mal fahren können und sich als dritte Kraft etabliert sozusagen. Und jetzt, ja, das spannende Game of the Week. Zweit gegen dritt, 6 Punkte Rückstand. Ich sage jetzt mal, wenn Sion verliert, ist das vorbei um die Champions League Quali. Die könnte jetzt gerne die Floskeln bringen, die Saison ist noch lang, aber halte nicht viel davon. Es ist natürlich ein Duell von diesen beiden Mannschaften, die eben in einem Bezug besser sind als der FC Basel aus Fansicht, die spielen attraktiveren Fußball. Das könnte ein Match geben, irgendwann mal zu Visieren auf und... Ja, aber Cesar ist noch lange her, also... Ah, aber nein, es könnte ein super Match geben. Also, ich habe gesagt, im Herbst war der beste Match, da sind wir uns einig. Also, das 4-3 war der beste Match. Ich muss auch sagen, das stimmt. Also IB und auch Sion spielen im Moment attraktiver als der FCB daheim. Du hast mir recht gegeben, du darfst es gut. Danke vielmals. So. Und das mach es nicht kaputt, die Aussage. Nein, ich das noch ein bisschen veredeln. Also, es ist wirklich, bei beiden Mannschaften geht man gerne ins Stadion schauen. Sie spielen attraktiven Fußball und ich glaube, das hat man im Fall zu Basel registriert, dass es so ist. Ich sage schon ewig, der Hütter war einer für Basel. Achtung, das muss ich nicht sagen. Heute war einer für Basel. So, das ist meine Prophezeiung. Wir wollen spielen. Ich habe mir gedacht, der Zeidler. Truth or Lie. Okay, heute Cheftrainer, Zeidler-Assistent. Umgekehrt. Egal.
So, wir spielen Wahrheit oder Lüge. Der Greg und ich sind das Team und ihr beide sind das Team. Bin ich mir sicher. Ja, das nicht, ich will nicht alle die Herren, die beiden mit Erfahrung sind das Team. Wir sagen, auf Behauptungen, die der Pizza stellt, die wir uns einigen, stimmt es oder stimmt es nicht. Man muss gleichzeitig den Daumen hoch haben. Ich würde sagen, ich zähle auf 5 am geschützten. Ich lasse ein bisschen Zeit, dann zähle auf 5, Countdown. Bei 5 beide Wahrheit oder Lüge. Und dann ist die Sache klar. Und dann kann niemand schiessen. Heute habe ich eine IB Sion-Version für euch am Start, dass wir noch ein bisschen das Game of the Week ein bisschen pushen, dass die ganze Schweiz vor dem Fernsehen ist am Wochenende. Aber fangen wir am gescheitsten doch gerade an. Erste Behauptung: der Reto Ziegler hat eine starke Vorrunde gespielt, viel Goal geschossen. Der Greg ist der letzte leider verletzt. Gleich hat er auf dem Portal transfermarkt.ch immer noch der höheren Marktwert als der Reto Ziegler. Wahr oder falsch? 1, 2, 3, 4, 5 und zeigen. Alle wahr, das stimmt doch. Der Greg ist 1,5 Millionen wert dort, der Reto Ziegler 1,25. Das Alter spielt da natürlich. Wir haben mit 1,5 Millionen Marktwert. Das ist eine schwere Frage, oder? Wie? Das ist auch eine schwere Sache. Ja, ja, jetzt pass auf, jetzt kommt es. Bleiben wir beim Ziegler. Der hat in der Vorrunde nämlich mehr Penaltys verwandelt als der IB-Knipser Guillaume Hoarau. Ist das wahr oder stimmt das nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Alle falsch. Der tut etwas zu früh aufheben, Marcel. Dann schaut der Stefan Albers schnell ein bisschen über. Ja, ihr seid gleich alle zusammen falsch. Der Ziegler hat 4 Penaltys verwandelt in der Vorrunde. Der Hoarau war halt noch lange verletzt, hat 3 verwandelt. Ah, okay. Wie schlecht ist der Wahl? Gut, ja, das sollte man schon lange verkaufen. Ja, aber jetzt nicht Dritte Frage, dass wir wirklich die 5 Sekunden abwarten, bitte. Ja. Wir leben jetzt mit der Social Media Ära. Auf Facebook ist der BSC IB etwas beliebter als Sion. Die Berner haben nämlich mehr Likes als die Walliser auf Facebook. 1, 2, 3, 4, 5. Zeigen. Alle sagen wahr. Alle sind falsch. Ich bin selber überrascht. Der FC Sion hat 79.000 Likes auf Facebook. IB nur 68.000. Gut, das bleibt eins. Vielleicht sind die Fragen ein bisschen schwierig. Ja, sind auf einmal. Vierte Frage. IBE hat in den letzten Jahren ein paar Mal die U21-Trophy vor SFL gewonnen. Darum hat die Berner im Schnitt logischerweise auch zu jüngeren Kader als der FC Sion. Ist das wahr? Ist das falsch? 1, 2, 3, 4, 5, zeigen. Oh, endlich mal ein Tiebreaker und dann geht an Marcel und an Schorsch. Tatsächlich haben die zwei Transfer sehr wahrscheinlich auch noch etwas ausgemacht. Sie ja im Schnitt ein Jahr jünger als IB. Letzte Frage, ihr könnt noch ausgleichen, Stefan. Marcel, Schorsch, ihr könnt alles klar machen. Fünfte ist sehr ein kurioser Fakt, und zwar hat der Sion-Neuzugang Ivan Lurati und sein IB-Talent Linus Obexer am genau gleichen Tag Geburtstag. Das weiss man einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Zeigen. Schau, sie zeigen nicht. Zeigen. Das ist am Start. Ich gebe noch einmal 3 Sekunden. 1, 2, 3, zeigen. Du zeigst nicht einmal. Ja, in der Hey, hallo, wir sind das Team. Ja, der Greg ganz klar die Hose an in dieser Mannschaft. Ja, ja. Kaputt, und zwar gleichen der Greg und der Stefan aus, weil es ist falsch. Der Obexer hat am 5. Juni 97 Geburtstag, der Lurati am 5. Oktober. Also, wenn du das 97. nicht weißt, dann hast du so eine Runde. Aber das muss man wissen. Wenn du das nicht weißt, hast du in dieser Runde nicht verloren. Yeah, yeah. Wir haben so entschieden, das kommunistische so unentschieden, alle glücklich. Das ist gut. Wir haben eine Chance zu uns gegeben. Sehr glücklich. Selten so glücklich sind mit dem Unentschieden. Die nächste Runde, die 19. Runde, steht an. Da gibt es einen Knaller. IB Sion, was steht sonst noch an? Ja, der Winterschlaf ist vorbei. Endlich geht es wieder los. GC Thun, GC mit dem Thunheim-Trauma. Dann haben wir am Samstag das zweite Spiel, am 8. Basel Lugano. Am Sonntag wie gewohnt 2 Spiele, und zwar Vaduz St. Gallen, so ein kleines Derby. Der FCSG sicher schon die Hose voll nach den letzten Resultaten. gleichzeitig Lausanne Luzern, sicher auch ein interessantes Spiel. Und am 4. unser fantastisches Game of the Week IB gegen Sion. Spektakel, ich bin sicher vor Ort, ich hoffe dir auch. Das kann man nicht verpassen.
Alle Spiele natürlich bei uns im Sport.ch Live-Ticker, wie ihr es gewöhnt seid. Und das vierte Spiel auch im 360-Player auf Sportal HD. Und Sensation wird sich auch noch anbahnen. Zu Basel dann 0-1 die 0-1 Niederlage gegen Alioski vom FC Basel, wo Urs Fischer sein Ende wird einleiten beim FCB. Josh, merci vielmals für den Besuch. Ein guter Start in die Arbeitswelt nach 5 Wochen Ferien. Das ist wie nach einer Reha, oder? Da muss man sich so Schritt für Schritt... Schritt für Schritt wieder anpassen. Nicht beschissen. Belastung langsam auffahren. Genau. Genau. Merci, bist du da gewesen. Josh, Marcel, merci für deine Einschätzung. Wir haben alles notiert, was eintrifft im Sommer. Gregi, dass das Glas neu da wieder gut kommt. Hey, schaust du es? Schaue dazu, dass das wieder gut kommt. Merci. Hast du Sorge? Angreifen? Vorbereitung? Auf die neue Saison. Griff, ja, genau. Bro. Merci, Bro. Das machen wir heute so. Okay. So zur Musik und wir sind Bro. Merci vielmals, Gregi, bist der Weg von Bern daher. Merci für die Einladung, merci vielmals. Alles, alles Gute. Wer möchte das Trikot gewinnen von Gregory Wüttrich, selbstverständlich, könnt ihr das machen. Wir machen ein Foto mit ihm, er wird so noch unterschreiben. Und dann könnt ihr liken und kommentieren auf unserer Facebook-Seite der Soccer Lounge. Nicht verpassen, morgen Mittag hat der Bizzo, der mit einem zurücktretenden Super League-Goli, zu reden, nämlich mit Marcel Herzog. Wo wird Auskunft geben, was er jetzt so für Pläne hat. Morgen Mittag auf sportalhd.com. Merci für das Interesse, gute Woche, bis gleich, ciao. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen.